Also auf die Musik von Béla Bartók bin ich, glaube ich, schon in Studienzeiten gestoßen und konnte eigentlich von Anfang an wirklich viel damit anfangen mit seinen Kompositionen, weil die Inspiration für seine Kompositionen hat er eigentlich aus volkstümlichem Liedgut gezogen und ist monatelang mit diesem Wachswalzenphonographen durchs Land gezogen und hat die Völker aufgenommen, hat sich Volksweisen vorsingen lassen und hat das aufgenommen und daraus dann wieder seine Kompositionen geschaffen. Ja, und ich habe mir jetzt überlegt für meine neue CD, dass ich den Weg rückwärts gehen will, also über Béla Bartók zurück zu den Volksweisen. Ja, das Quartett mit Judith ist eine sehr schöne Sache für mich persönlich, vor allem wegen der Besetzung, die sich ausgesucht hat, mit dem Kontrabass, dem Bassklarinette und vor allem Vibraphon zusammen. Das ist eine Sache, die man nicht jeden Tag zu hören bekommt und wo man auch nicht ständig mit zusammenspielen kann. Aber ja, ich finde, es ist immer spannend zu sehen, wie diese unterschiedlichen Klangfarben zusammenkommen könnten mit den Arrangements von Judith, von den Volksweisen. Was ich erstmal spannend finde an dem Projekt ist Judiths Konzept, dass man einerseits die Volksweisen hat, also sagen wir mal musikalischen Urgrund und dem gegenüber dann die sehr künstlerische oder geradezu abstrakte Sichtweise von Bartók darauf. Was mir an der Band auch besonders gefällt, ist, dass ich mit dem Klaus, unserem Vibraphonisten, jemand habe, der oft länger braucht zum Abbauen als ich als Schlagzeuger. Das ist auch mal was Neues, neue Erfahrung, ja, die ich genieße. Der Christian, der ist, also ich mag seinen Humor und dieser Humor zeigt sich auch in seinem Spiel. Wenn ich zu ihm rüberschaue, wenn wir zusammen Musik machen, dann muss ich einfach schmunzeln. Also ich glaube, das wird was ganz Großes. Nee, ich glaube, wir machen da was, was uns allen sehr gut gefällt und wir stehen da alle voll dahinter und ja, wir sind sehr gespannt, was es vor allem das nächste Jahr so bringt.